unter dem sich halt 750.000 Steine verlegt. Zuletzt in Spanien. Es geht weiter. Zum heutigen Jubiläum, 10 Jahre Stolpersteine, schickt er gute Wünsche und Grüße nach Vechta. Grüße kommen auch aus Petach Tikva, Israel, von den Familien Gerson, die vor 10 Jahren unsere Gäste waren. Ilse Alisa Gerson zeigte damals auf ihr Zimmer, auf das Fenster ihres Zimmers, sagte, das war unser Haus, in dem ich von 1936 bis 1939 einen Teil meiner Kindheit verbrachte. Und Nir, aus der nächsten Generation, der Sohn von Manfred Gerson, sagte, diese Steine anzufassen, ist für mich ein Zeichen, dass unser Name überlebt. Es ist auch so etwas wie ein Sieg. Ja, wir sind heute hier zum Gedenken an die Mordung von Juden. Wir haben ja da einen Gedenkstein an der Jutta-Straße und es gibt auch seit Jahren die Initiative der Stolpersteine. Und heute weihen wir einen neuen Stolperstein ein, hier vor Ort an der Fuchtler Straße, zusammen mit zahlreichen Schülerinnen und Schülern, die von verschiedensten Schulen hier sind, was vormachen. Und ich freue mich darauf, dass die Anteilnahme, dass die Beteiligung so groß ist, dass wir ein starkes Zeichen auch gegen die Vergangenheit quasi für die Zukunft ohne Hass und Gewalt hier setzen können. Die Marxens waren einfache Leute. Sie litten unter der Wirtschaftskrise der 20er Jahre, wie viele ihrer Mitbürger in Vechta. Die Familie Marx musste ihr Haus, das sie seit 20 Jahren bewohnt hatte, 1931 verkaufen. Sie kamen wirtschaftlich nicht wieder auf die Beine, waren arm. Sie mussten dann zur Miete wohnen. 1936 durfte die Familie eine Wohnung im Synagogenhaus hier in der Jutta-Straße 5 beziehen. Die jüdische Gemeinde stellte ihnen damit eine Art mietfreie Sozialwohnung zur Verfügung. Dafür arbeitete Max Marx als Synagogendiener. Auch ihr Kinder entkamen die Nazis nicht. Immerhin konnte Walter Marx, der Älteste, durch die Flucht in die USA sein Leben retten. Aber seine Schwestern Hilde und Erna wurden wie die Eltern deportiert und ermordet. Hilde Marx, die 1937 den Niederländer Alex Kauberin geheiratet hatte, fühlte sich vielleicht im Ausland in den Niederlanden sicher. Aber mit dem deutschen Überfall auf die Niederlande wurden auch dort die Deportationen durchgeführt. Hilde Kauberin, geboren Marx, wurde von Halland aus, wie ihr Mann, 1943 nach Auschwitz deportiert und umgebracht. Die Nationalsozialisten wollten die Juden vernichten und auch die Erinnerung an sie auslöschen. Die Ermordeten können wir leider nicht mehr retten, aber die Erinnerung an sie können und müssen wir wachhalten, zum Beispiel durch die heutige Veranstaltung. Liebe Familie Marx, wir wollen und werden euch nicht vergessen.